Zur Rechten haben wir die Severe-Kirche, bis 1400 geweiht als fünfschiffige Hallenkirche, barock ausgestattet. Der schönste Teil ist der Hochchor. Im frühen 14. Jahrhundert wollte man die Kirche erweitern und hat einfach den Berg künstlich verlängert Richtung Domplatz. Man schuf eine Untermauerung, genannt Kavatel, und darauf setzte man den hohen Chor. 18 Meter hoch die Glasfenster, wunderschön bemalt, aber wegen der Schutzverblendung nur von innen zu bewundern. Ein Chorgeschütz aus 1350, 1360 prunkvoll geschnitzt. Und im Mittelturm hängt die Gloriosa, größte, älteste, schwerste, mittelalterliche, freischwingende Glocke der Welt. 1497 gegossen, der dritte Versuch des Holländers Gerhard von Wu war endlich erfolgreich. 2,60 Meter hoch, 11,5 Tonnen schwer, ich sag mal so drei mittlere Elefanten. 2004 legte aber Dr. Hauke, unser Weihbischof, eine Leuteordnung fest. Zu den höchsten Feiertagen kann man lauschen in diesem Jahr 10-mal. Und nicht bald, nämlich am 15. August, können Sie den Genuss erleben. Es brauchte übrigens 18 Leute, nachdem man sie endlich nach 5 Jahren hochgehievt hatte, um sie zum Schwingen und Klingen zu bringen. So, unser Kreis hat sich geschlossen. Wir haben alle Verkehrsprobleme gut gemeistert, dank Markus, bei dem ich mich herzlich bedanke. Ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, meinen Gästen, dass Sie mir geduldig gelauscht haben. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute, viel Spaß noch in Erfurt und kommen Sie bald einmal wieder. Dankeschön.